Hallo, an meinem schönen Pulli könnt ihr wahrscheinlich ahnen, worum es geht. Und zwar haben wir hier auch den kleinen Rudolf. Also wenn ihr irgendwas klingeln hört zwischendurch, sind keine Rentiere, die ja momentan rumfliegen, sondern es ist der Pulli. Ist schon ganz lustig, wenn man hier die Treppen hochgeht. Macht auf jeden Fall Spaß mit dem Pulli. Ja, ich habe gedacht, ich mache euch mal so kleine Grußkarte per Video. Momentan ist ja so ein bisschen Distanzwahren das Neue, was man so einhalten soll und muss. Und deswegen auf dem Videoweg finde ich so eine kleine Grußkarte und so ein kleiner Jahresrückblick und dann vielleicht auch noch das, was noch so kommt. Schon mal ganz spannend. Also lasst euch mal überraschen, was so kommt. Wir können ja mal anfangen, letztes Jahr diese Zeit. Letztes Jahr diese Zeit habe ich mein Umzugsfahrzeug bekommen, was mittlerweile so aussieht. Diese Zeit habe ich ungefähr bekommen, dann wurde er beklebt, also ab Februar, meine ich, war zum ersten Mal im Einsatz. Da war ich mir am Anfang auch erstmal unsicher, wird er so angenommen, wie ich mir das gedacht habe, freuen die Leute sich darüber, macht das überhaupt Sinn, so ein Auto? Und jetzt ein Jahr rückblickend gesehen, kann ich nur sagen, war eine super Idee, wird super angenommen und hilft doch wirklich viel. Weil mit so einem normalen Pkw umziehen ist was anderes, als wenn man so ein Auto hat und kann dann Sachen da reinladen und kann dann eben die Sachen schnell von A nach B fahren. Also von daher ist es sehr gut angekommen und freue mich auch, dass meine Kunden das so damit angenommen haben und auch, dass auf das Fahrzeug auch schön aufgepasst wurde. Er war ja niegelnagelneu, war jetzt einige Mal im Einsatz, er hat keine Schäden gekriegt, weil jeder hat dann immer zu mir gesagt, ja, pass auf, die machen den kaputt oder hier oder da. Okay, Risiko bin ich eingegangen. Bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. Ich bin also sehr, sehr froh mit meinen Kunden und wie sie mit meinem Fahrzeug umgegangen sind. Und gerne gebe ich ihn weiterhin raus. Also von daher, das war so mal der Jahresanfang. Dann kamen wir ja so ein bisschen in die Lockdown-Phase rein, die erste. Ich und meine Frau haben natürlich dann auch noch im März Geburtstag. Ist dann leider auch ausgefallen. Ja, die ganze Immobilienbranche war so ein bisschen verhaltend am Anfang, wurde aber dann eigentlich relativ lockerer wieder. Zum Sommer hin hatten wir ja auch, naja, eine neue Normalität, wenn man es so nennen darf. Wurde halt wieder einigermaßen locker. Man merkt aber auch, dass man halt öfters mal wieder bestellt wurde von Menschen, die halt ihr Haus einfach mal bewerten wollen, um zu schauen, was für einen Wert haben sie eigentlich da stehen. Wahrscheinlich geschuldet daraus, weil halt wirklich viele Kurzarbeit und solche Sachen dabei waren, um zu schauen, was kann man machen in Zukunft, wenn irgendwie irgendwas passiert, von wegen Arbeit verloren oder längere Zeit Kurzarbeit. Manchmal sind die Finanzierungen ja recht hoch. Also von daher wurde man da auch öfters mal gerufen, für überhaupt mal den Wert vom Haus zu schätzen. Ich habe dann auch digital nachgerüstet, bedeutet, ich blende es mal unten in der Videobeschreibung ein, mit dem Namen einfach eingeben, kriegt ihr einfach mal so eine grobe Vorausschätzung, was eure Immobilie wert ist. Beziehungsweise, wenn Sie einfach mal wissen wollen, wo ist denn der Preis meiner Immobilie momentan, plus minus in einem gewissen Bereich, dann einfach den Link unten eingeben und dann einfach mal durchrechnen. Kostet nichts, einfach mal ausprobieren. Von daher, dann weiß man immer so ungefähr, wenn es dann doch konkreter sein sollte, Sie wollten genaue Zahlen haben, dann auch gerne mich kontaktieren. Telefonnummer ist bekannt, steht auch unten drin oder oben im Text. Einfach anrufen, machen einen Termin aus, weil dann muss man das Haus schon genauer schauen, wie ist es aufgebaut, was für eine Ausstattung, damit man dann wirklich auf einen relativ genauen Preis kommt, weil Geld verschenken wollen Sie nicht. Also digital aufgerüstet habe ich auch. Wie gesagt, könnt ihr gerne in Anspruch nehmen, kostet euch nichts. Weder den Termin bei Ihnen vor Ort, noch den digitalen Teil. Den ganzen Sommer über war es ja eigentlich relativ einfach, dann Besichtigungen zu machen. Wir haben dann nochmal digital noch ein bisschen erweitert. Hatten wir vorher eigentlich immer schon gehabt, dass mit den 360-Grad-Begehungen wurde auch immer wieder reingeschrieben, wurde aber gar nicht so stark genutzt. Jetzt durch Corona haben wir erstmal gemerkt, dass wir da schon lange ein System haben, was wir eigentlich haben, aber immer so ein bisschen, ja, stiefmütterlich betreut haben. Sagen wir mal so. Jetzt, wo wir das Ganze halt öfters halt einblenden oder wenn man halt auf die Immobilie drauf geht, kann dann einfach
auf 360-Grad-Begehung klicken und man kann dann virtuell durch das Gebäude oder Wohnung oder auch mal in den Garten gehen, kann ranzoomen, kann sogar messen, sind Messwerkzeuge drin. Merkt man schon, jetzt wo die Leute ein bisschen Abstand halten wollen und auch vielleicht nicht jedes Mal direkt das Haus direkt von Anfang an sehen, dass das sehr stark angenommen wird. Also von daher sind wir da digital in der Sache 360-Grad-Begehung, waren vorher eigentlich immer schon da, hatten sie aber gar nicht so stark vermarktet, dass die Leute überhaupt viel wussten, dass wir sowas haben. Also die Immobilien, die von uns weiterhin online sind, werdet ihr immer irgendwo einen Link sehen, hier besichtigen, 360, können sie virtuell durchgehen, können sich alles anschauen. Von daher, das ist auch im Sommer noch dabei gekommen, wo einfach gar nicht so viel drüber gesprochen wurde, weil die Leute halt immer noch eher live gucken wollten, bevor sie dann sowas online geschaut haben. Und das ist halt jetzt eben anders. Dann ging es schon Richtung Herbst und Winter. Ich persönlich hatte da ein paar gesundheitliche Probleme leider und war ins Krankenhaus gekommen. Und da bin ich natürlich noch froh, dass man dann ein Team hat, auf das man zurückgreifen konnte. Das heißt, obwohl ich im Krankenhaus war, konnte dann auch Besichtigung stattfinden. Auch mein Kollege Christian Hübscher hat mich da bestens vertreten. Und ja, danke nochmal, Christian. Und funktioniert dann einfach super. Wenn man nämlich so allein auf weiter Flur ist und man hat zum Beispiel dann sowas, dass man dann ein paar Tage ausfällt, ist es ein bisschen blöd, wenn da keiner einspringen kann. Aber Christian hat das super gemacht für mich und bin ich auch sehr dankbar für. Was dieses Jahr auf jeden Fall jetzt auch am 23. Dezember noch auf uns zukommt, ist ein neues Maklergesetz. Jetzt gibt es Makler, die sagen, oh, ist alles blöd, alles reguliert und es wird alles geändert. So viel wird gar nicht geändert. Und wenn ich eigentlich auf mein Verfahren schaue oder wie wir eigentlich arbeiten, ändert sich für uns eigentlich nicht viel. Bis fast nichts. Ein bisschen mal Papierkram kommt dabei, aber es ist meistens, wenn ein Gesetz irgendwie geändert wird. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer schon so gearbeitet, wie es jetzt eigentlich geändert wird. Also von daher sind wir da immer recht gut aufgestellt gewesen, bleiben dann auch so und dann ist alles okay. Wenn ihr jetzt aber unsicher seid oder ihr seid gerade auf dem Markt mit einer Immobilie, mit Makler XY und ihr seid euch aber nicht sicher, ob der Vertrag so, wie er ist, noch passt und ob da irgendwelchen Handlungsbedarf entsteht, könnt ihr mich auch einfach mal fragen. Wir können gerne so einen Zoom-Call, das ist also wie so ein Skype, über Internet machen. Wir können uns allerdings auch irgendwo treffen, auf Abstand, mit Masken, mit allem natürlich. Und ich kann euch da hingehend beraten, was sich daran jetzt ändert und wie man das in Zukunft aufstellen kann. Euch ist das alles im Großen so zu erklären, wird jetzt den Rahmen sprengen. Dafür war das Video eigentlich nicht gedacht, weil es ging ja eigentlich um einen Weihnachtsgruß. Deswegen, also wenn ihr da Interesse habt, mich einfach anrufen per WhatsApp oder per Nachricht. Neue Telegram habe ich sogar mittlerweile auch. Auch wenn sie ein bisschen in die Verschwörungsecke reingeht, aber Telegram ist einfach auch nur ein Messenger, womit man schreiben kann, ist es auch nicht Schlimmes. Ja, das war jetzt so eine kleine Zusammenfassung von 2020. Natürlich ist da viel mehr passiert. Aber ich wollte das Video jetzt nicht so riesig in die Länge ziehen, dass es dann irgendwann auch langweilig wird. Also von daher, wenn wir uns irgendwann wieder treffen können, wir können mal zusammen was trinken, ich bin nicht so der Biermensch, eher ein Cocktail, dann kann ich euch gerne noch ein bisschen ausführlicher erzählen, was 2020 passiert ist. Für den einen oder anderen, die mich sowieso schon privat kennen, alle anderen können mich gerne kennenlernen. Würde mich freuen. Bleibt mir jetzt halt noch Danke zu sagen. Auch viele Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie zum Beispiel auch Finanzierer, mit denen ich arbeite, oder Trockenausbauer, Zimmerleute, alles Mögliche. Vielen Dank für euer Vertrauen und manche Weiterempfehlungen natürlich auch. Ja, danke nochmal an meine ganzen Kunden, für die ich verkaufen durfte und für die ich auch ein Haus besorgen, das ist der falsche Ausdruck, aber für die ich das passende Haus hatte und ihnen es verkaufen durfte. Also von daher, danke an alle, die mich unterstützt haben und die ich unterstützen durfte. Jetzt bleibt mir eigentlich schon nicht mehr zu sagen, außer feiert schön Weihnachten, ein bisschen kleineren Kreis, aber trotzdem schön und beschaulich. Danach rutscht ihr schön ruhig ins Jahr 2021 und dann sehen wir uns alle im Jahr 2021 gesund und munter wieder und vielleicht sehen wir uns ja irgendwo wieder persönlich. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Sascha. Tschüss.